Herzlich willkommen, der Tag ist gekommen, es ist soweit. SwissHircon hat ihre Pforte geöffnet, es ist der 4. Mai. Wir sind hier mitten im Zug im alten Casino. Und ich würde sagen, wir machen gar nicht lang. Kommt mit, wir gehen die Ausstellung anschauen. Ich stand hier mit dem Christoph Schönenberger. Man muss ihn eigentlich nicht vorstellen. Er ist schon seit eh und je Sekretär von der Akustika. Die Akustika wird heute 70 und ich glaube mindestens 69 Jahre. Bist du dabei gewesen, Christoph? Nein, so lange natürlich nicht, aber schon sehr, sehr, sehr lange. Sehr lange, ja. Aber auch für dich ist das ein spezielles Event. So etwas hat es noch nie gegeben. Was sind deine ersten Eindrücke? Ja, ich bin natürlich extrem happy, extrem glücklich, dass wir das geschafft haben. Das ist immer das Problem, wenn du etwas organisierst. Du hast keine Ahnung, wie das Anklang findet. Und das hat schon angefangen bei den Gebäudigkeiten zu suchen. Wenn wir jetzt etwas suchen für 100, für 200, für 300 Leute, schwierig. Wir haben jetzt etwas so irgendwie in der Mitte gesucht und sind über 300 Leute gekommen, die sich jetzt angemeldet haben. Ich bin extrem glücklich. Sehr schön, es ist wirklich sehr viel los auch. Also ich bin auch überwältigt vom Andrang. Es ist ein sehr schöner Saal hier, passend zum Geburtstag von der Akustika, wo ja wie gesagt 70 Jahre alt wird. Was wünschst du der Akustika auf den 70. Geburtstag? Ich wünsche eigentlich der Akustika, oder sagen wir es so, ich wünsche nicht nur der Akustika, sondern ich wünsche der ganzen Branche, dass wir unser Handwerk weiterhin pflegen können, dass wir die Qualität hochhalten können, dass wir Leute in die Ausbildung nehmen und so auch für unsere Nachfolge sorgen und dass die Branche weiter qualitativ wachsen tut. Sehr schön, das wünsche ich mir auch. Und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Wir sehen uns später noch, wir machen uns auf den Weg ein bisschen durch die Messe und wünsche dir einen ganz schönen Messetag und morgen natürlich auch noch. Danke vielmals. Danke schön, Christoph. Merci. Jetzt sind wir am Stand von Starkey, neben Mike Otto, er ist Geschäftsführer von Starkey. Salut Mike. Ja, hi, salut. Mike, wir kennen uns ja schon lange, wir haben uns an anderen Veranstaltungen getroffen. Jetzt bist du zum ersten Mal als Geschäftsführer an so einer Veranstaltung. Mehr oder weniger repräsentierst du Starkey hier in der Schweiz. Wie ist das so? Ja, grundsätzlich freue ich mich immer, wenn wir Events in der Schweiz haben, wo alle mal zusammenkommen. Und deshalb bin ich froh, dass das Event jetzt hier und heute in Zug stattfindet. Ja, genau. Ich bin seit über 10 Jahren auf der Branche tätig. Früher bei einem anderen Hersteller. Aber unabhängig von den Produkten ist das Zwischenmenschliche uns am allerwichtigsten. Die Kommunikation, das Netzwerk untereinander. Und ja, von daher großer Erfolg, viele, viele Teilnehmer. Und wir sind froh, dass wir dabei sein dürfen. Starkey ist ja sehr innovativ, immer schon gesehen. Ich mag mich erinnern an den Kongress, wo ich war, wo Starkey noch in der Schweiz vertreten war, beziehungsweise nicht in dem Ausmaß, wie das jetzt ist. Jetzt hat man ja einen direkten Ansprechpartner. Alle Wege sind geklärt mit den Reparaturen etc. Jetzt hast du die Marke hier in die Schweiz gebracht. Macht dich das auch ein bisschen stolz? Ja, absolut. Also es war damals natürlich auch ein gewisser Stolz dabei, dass Starkey damals auf mich zugekommen ist und überhaupt die Möglichkeit mit mir gesucht hat, Starkey in der Schweiz zu vertreten. Wir haben unglaublich guten Zusammenarbeit mit Starkey, sowohl international als auch mit dem europäischen Headquarter in Hamburg. Wir sind dort also absolut integriert, was die ganze Zusammenarbeit eben in Sachen Reparaturen, Remix, Support, aber auch Produkte, Lounges angeht. Ja, und somit war es eben für uns ziemlich leicht, mit der Erfahrung und dem Background Starkey in der Schweiz zu vertreten. Macht uns riesen Freude, wir haben es nie bereut und freuen uns einfach dort, jetzt diese 5 großen Hersteller, die weltweit irgendwo existieren, auch in der Schweiz mit Starkey zu komplementieren. Wenn jetzt jemand noch nie mit Starkey zusammenarbeitet, wieso soll er unbedingt mit Starkey zusammenarbeiten und dir ein Telefon geben und sagen, hey Mike, komm, wir machen das? Also grundsätzlich ist Starkey ja der einzige Hersteller, der wirklich noch ein Familienunternehmen ist, mit dem Brendan Cervelish als unser Präsident und Bill Austin als Gründer und Familienvater, sage ich mal. Und wir führen diese DNA mal fort, dass wir eben auch in der Schweiz ein kleines Familienunternehmen mit 5 Angestellten sind, also kurze Entscheidungswege, viel Persönlichkeit und damit eben auch eine gute Bindung zueinander, zu unseren Kunden herstellen können.
produktetechnisch sehe ich Starkey als absolut innovatives Produkt, vor allen Dingen im Bereich der IDEOS. Das ist die DNA von Starkey, das ist seit vielen Jahren, Jahrzehnten bekannt, dass wir also dort innovativ sind, wirklich kleine, feine Immo-Geräte bauen können. Wir waren vor 2-3 Jahren die Ersten, die die Immo-Geräte mit Akku weltweit lancieren durften, wo man das eben auch immer ein bisschen spürt, dass IDEOS für Starkey nach wie vor wichtig sind. Wir werden jetzt in Kürze ein CIC, wirklich ein tiefsitzendes Kanalgerät, launchen mit Bluetooth Direct Streaming und der ganzen Sensortechnik. Aber auch darüber hinaus die Möglichkeiten mit der Sensortechnik, die Sturzerkennung zu kombinieren, die Sprachübersetzung. Das sind neben dem Hören, klar, das ist nach wie vor das Wichtige, dass wir ein Sprachverstehen generieren. Aber da tummeln sich natürlich viele Mitbewerber, die mittlerweile eben wirklich gute Gerätetechnik, Spracherkennung, Signalverarbeitung und so weiter drin haben, dass ich eben finde, dass Starkey über die normale technischen Features eben noch viel den Geräten an Möglichkeiten dazu gibt. Sehr gut, sehr spannend. Mike, ich wünsche dir einen ganz schönen Messetag. Dankeschön, dass ihr da. Ich wünsche euch viel Erfolg und wir sehen uns sicher später nochmal. Du, wir sind sehr, sehr dankbar, dass du uns letztes Jahr angefragt hast, ob wir dabei sein wollen. Wir sind froh, dass wir das unterstützen durften. Wir sind mega stolz auf euren Erfolg, danken euch für die Organisation, für die tolle Location und würden uns freuen, nächstes Jahr wieder dabei sein zu dürfen. Super, danke schön für den Messi, Mike. So, jetzt wechsle ich auf Schriftdeutsch. Ich stehe neben Beate Krobenke, Präsidentin der EUA. Es ist eine große Ehre, Sie hier zu haben. Wie gefällt es Ihnen hier bei uns in Zug? Ganz wunderbar. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Komme sehr gerne und Sie haben eine wunderbare Location ausgesucht. Es sind ganz, ganz viele Leute da. Also ich freue mich für die Akustika und auch für uns, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr, dass Sie extra für uns hierher gekommen sind. Sehr gerne. Mit der EUA haben Sie sehr viel mit internationalem Austausch zu tun. Was schätzen Sie am Austausch zwischen der Akustika und zum Beispiel den deutschen Kollegen? Wenn wir jetzt Schweiz und Deutschland vergleichen, gibt es ja da auch unterschiedliche Systeme, wie die ganze Abrechnung mit den Krankenkassen und so weiter läuft. Aber wo wir uns ja wirklich alle einig sind, ist das, wie wir Hörsysteme anpassen wollen und wie die Leidenschaft, diese Anpassung auch durchzuführen für unsere Patienten, für unsere Kunden. Und da sind wir gleich. Und das tun wir auch sehr viel austauschen. Und das ist genau das, was ich sehr, sehr schätze, dass wir also, obwohl es andere Systeme sind, wir doch dem Menschen selber gleich gut helfen wollen. Sehr schön. Das macht Sie schon sehr lange. Sie sind schon lange Hörakustikerin. Was hat sich in Ihrer Meinung nach in den letzten 10 Jahren am meisten verändert in unserem Beruf? Oh, das ist eine schwierige Frage, weil man kann gar nicht mehr so lange zurückdenken. Ne? 10 Jahre ist ja jetzt heutzutage mit Corona und allem richtig lange. Aber die Entwicklung, gerade was technisch möglich ist, ist enorm. Ne? Also die kleinen Hörsysteme, was man da jetzt alles machen kann, finde ich von der Entwicklung her beeindruckend. Was aber auch wirklich zugenommen hat, ist, wie wir bestimmte Möglichkeiten noch haben, um die Hörsysteme richtig anzupassen. Auch die Objektivität nachzugucken. Und da kommt immer mehr auf den Markt. Und das finde ich dann also auch sehr schön, dass wir da fachlich viel Input bekommen. Wie Sie sagen, es kommt immer wie mehr. Es wird auch spannend sein in Zukunft. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Heute Abend sehen wir uns auf dem Schiff spätestens. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Tag hier an der SwissIRCON. Vielen Dank für das kurze Interview. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Bis nachher. Dankeschön. Tschüss. Ich stand neben Luca Mastro Bernardino, er ist Geschäftsführer von der Sonova Schweiz. Luca, herzlich willkommen hier an der SwissIRCON. Danke vielmals, merci. Luca, man kann jetzt wirklich sagen, du hast schon viel gesehen, du bist schon sehr lange dabei. Wie lange bist du eigentlich schon dabei? Ich habe im November 2008 angefangen, also 14,5 Jahre jetzt in der Zwischenzeit. Ja. Das ist eine rechte Zeit. Und jetzt hast du einiges gesehen in dieser Zeit. Du hast viele Kongresse gesehen, auch in der Schweiz bei uns, viele Akustiker-Kongresse. SwissIRCON ist jetzt zum ersten Mal. Wie ist so dein Eindruck von diesem Event? Thank you.
Ja, es ist ein bisschen ein Déjà-vu eigentlich. Ich meine, es ist doch die Atmosphäre, die man auch an der EUAH hat. Nicht ganz so gross, selbstverständlich, aber so von der Aufmachung her kommt das sehr ähnlich daher. Und es gibt einem gute Chance, um mit Kunden zu reden. Die Kunden können gut sich informieren in allen verschiedenen Disziplinen und Firmen. Und von dort ist es doch ein Déjà-vu von Sachen, die sich etabliert haben, schon seit vielen Jahren. Und finde ich sehr wertvoll. Also ich finde das sehr ein gelungener Start, wenn ich das sehe, was da heute, wie viele Leute das da gekommen sind besetzt. Das freut uns natürlich. Jetzt ist es die erste SwissHereCon, so haben wir das Ganze genannt. Man weiß nicht, ob es eine zweite gibt. Wenn es jetzt eine zweite wird geben, wärst du dann gerne wieder mit dabei? Ja, also wenn man den Erfolg vom heutigen Tag jetzt sieht, wir haben glaube ich über 200 Anmeldungen, das sind natürlich nicht alles Kunden von uns, es sind auch viele Hersteller dabei, aber ein grosser Anteil von unserer Kundschaft ist heute da. Und wenn sich natürlich die Branche trifft an einem zentralen Ort, da wollen wir natürlich mit können dabei sein. Oder? Insofern, glaube ich, werden wir auch in Zukunft, wenn es die Plattform weiter gibt, tun wir gerne auch einen Beitrag leisten und kommen gerne wieder natürlich. Sehr gut, dann wollen wir schauen, was passiert. Ich weiß es auch nicht, muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde mich natürlich freuen, wenn das nochmal stattfindet und euch wieder zu begrüßen. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz schönen Messetag, morgen auch noch, und dann sehen wir uns sicher nochmal irgendwo auf den Gängen. Ja. Dankeschön, Luca. Danke auch. Merci. Jetzt bin ich neben Christian Spahn, Geschäftsführer von der Diatec. Christian, herzlich willkommen hier an der SwissHereCon. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast eine gute Anreise gehabt. Und mir würde wundern, was du dir von der SwissHereCon, dieser ersten Branchentagung von der Hörsystemakustik, erhoffst. Ja, danke. Es ist wunderschön hier in Zug. Super Location. Wir sind mega glücklich, dass wir hier dabei sein dürfen, an der SwissHereCon, wo wieder ganz viele Akustiker zusammenkommen. Und wir hoffen uns eigentlich da sehr gut in Kontakt, wieder mal ein bisschen den Puls fühlen, bei den Kunden sein. Und bis jetzt ist sehr gut hat's angefangen und für uns kann es so weitergehen. Also ist optimal. Man hat ja eine gewisse Erwartungshaltung an so einem Event, ich ehrlicherweise auch. Und ich darf sagen, ich bin überrascht vom doch sehr hohen Andrang, positiv überrascht. Es sind jetzt über 300 Personen hier in der Lokalität. Ich nehme an, es ist auch in eurem Sinn, dass so viele Leute wieder zusammenkommen von der Branche. Absolut, also das ist ja so. Ich finde das sehr wichtig, dass man in der Branche einfach wieder einen Ort hat, eine Veranstaltung hat, wo die Leute zusammenkommen, sich austauschen, Informationen können sharen, Vorträge können besuchen und in dem Sinn denke ich, dass es eine sehr gute Veranstaltung und natürlich ist es auch wichtig, dass dann die ganze Schweiz oder zumindest Deutschschweiz, hoffentlich auch Westschweizer Kunden sind auch da, vielleicht in Zukunft sogar noch ein bisschen mehr zusammenkommen, weil das ist für den Beruf, für die Branche aus meiner Sicht sehr wichtig und auch für uns als branchentätige Industrie. Das sehe ich genauso und darum will ich gar nicht zu lange merken stehen. Siehst du wieder, es kommen Leute an den Stand. Ich wünsche noch ganz eine erfolgreiche Messe und wir sehen uns sicher später noch. Danke vielmals. Dankeschön vielmals. Merci. So, der junge Herr muss ich nicht vorstellen, René Bürgin, Präsident von der Akustica. René, ich habe gerade ein bisschen Déjà-vu. Du magst dich erinnern, wir sind irgendwann im Dezember, Anfang Dezember, haben wir eine Vorstandswochenende gesehen, im Bar, gerade neben Zug. Da haben wir das erste Wiedertreib mit dem Hinblick, dass der Event hier stattfinden soll. Jetzt ist das Event voll im Gang, der erste Tag ist schon gleich durch. René, hast du es so vorgestellt, bist du zufrieden? Überhaupt nicht. Das ist selbstverständlich. Es ist riesig. Es ist absolut riesig. Alle Erwartungen gesprengt. Ich konnte Leute wieder kennenlernen, wieder sehen, die ich seit Jahren nicht gesehen habe. Ich glaube, es ist sehr, sehr lange her, dass man so viele Leute, so viele Akustiker, so viele Fachleute auf einem Platz hatten. Und es ist simply einfach fantastisch. Also, ich finde keine Worte dafür. Ich habe jetzt mit den Leuten geredet hier an der SwissHereCon. Die sind alle recht zufrieden mit dem Ablauf und sehr positiv gestimmt, dass es nächstes Jahr nochmal SwissHereCon gibt. Jetzt stand ich neben der Person, die es wissen muss, Präsident von der Akustica, du hast in der Hand drin, gibt es die SwissHereCon im 20 und 24? Unbedingt, wenn es nach mir geht. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen realistisch sein. Wir sitzen sicher noch zusammen im Vorstand.
werden auch nochmal ganz die finanzielle Situation nochmal anschauen. Wir werden auch abwarten. Wir haben ja eine Möglichkeit für die Leute Feedback zu geben. Wir werden schauen, was da reinkommt. Wir sind überrennt worden dieses Jahr. Über 300 Teilnehmer haben eigentlich den Rahmen gesprengt. Und das müssten wir auch eventuell angleichen. Aber von meiner Seite her, vom FO her, auf jeden Fall. Ich finde es toll. Ich finde es, für mich ist das der schönste Tag in diesem Jahr. Sehr schön. Und ich denke, wenn es ein Swiss Year Connection gibt, bist du sicher mit dabei. Ich freue mich dann schon, wenn wir vielleicht an einem anderen Ort das Interview können führen können. René, ich danke dir persönlich auch sehr für den Einsatz in diesem letzten Jahr. Es war ein sehr anstrengendes Jahr für uns alle. Du hast auch sehr viel Effort in das Event reingepumpt. Und ich denke, nachher können wir mal zusammen anstoßen auf das gelungene Event und vielleicht auch auf die nächste Swiss Year Con 2024. Ich möchte unbedingt, also es ist ein Team vor und auch ich möchte dir danken, ich möchte allen danken, die teilgenommen haben, dem ganzen Team. Ich möchte allen danken, die gekommen sind. Es ist wirklich ein Team vor gewesen. Ich habe vielleicht einen kleinen Anstoß gegeben, aber was nachher ins Rollen gekommen ist, das war eine Lawine gewesen und von dem her sehr, sehr gerne, Joshua. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in einem Jahr und können so ein ähnliches Interview wieder machen zusammen. Danke. Das ist ein gutes Stichwort. Auch ich verabschiede mich hier auf dieser herrlichen Terrasse hier in Zug. Ich danke allen, die Swiss Year Con besucht haben und hoffe, wie gesagt, auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Wir schauen das an, aber ich denke, mit dem Team, das wir hier am Start haben, kriegen wir das hin und wünschen euch bis dann eine ganz schöne Zeit. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.